So, neues Spiel, neues Glück. Wir schauen mal, was wir hier. Komm mal raus hier, Menschen. Das könnte ziemlich voll werden da. Das könnte ziemlich voll werden. Menschen? Ich glaube, wir machen mal. Das ist ein. Oh, das ist auch cool. Wir probieren mal das. Uiuiui, das wird wahrscheinlich hart drauf. Das wird wahrscheinlich ein Hotdog. Ist es eigentlich schneller, wenn man vorher rausspringt und dann schräg drauf zufliegt, oder wenn man direkt drüber rausspringt und es senkrecht runter? I have no idea. Ich glaube, ich mach mal das mal mit dem Sturzflug hier. Ich mach mal den Geiersturzflug. So. Sind noch 100 am Leben. Ich weiß nicht, schon erzählt, aber ich habe das letzte Mal Rondo gespielt. Was geht? Noch jemand da? Ich bin allein hier? Nee. Okay. Schwör ich mir erstmal nicht. Okay. Ja, das ist doch gut. Gefällt mir. Da kann man doch mal hier voll reinlooten hier. Nice. Es ist echt immer noch ein bisschen hochdrehen hier, die Musik. Ich höre nix. Dann nehmen wir noch das Ding, den Jammer mit. Nee, das lass mal. Passt. Passt eigentlich, oder? Und auch so leben lassen. Es passt. Alles da. Ein bisschen Munition einpacken. Aber wir haben eigentlich schon voll viel. Okay, wunderbar. Das nehmen wir noch mit. Okay. Dachte, ich hätte einen Quer. Mal verkrümeln hier. Upsi, wir müssen los. Smoke können wir noch mitnehmen, brauchen wir nicht wirklich. Nee, passt schon. Dann machen wir uns mal auf die Socken, ja. Richtung Zone. Ein Auto wäre cool. Ein Auto wäre cool. Das ist keine. Ich habe leider kein Schalli hier. Ein Schalli wäre auch noch gut gewesen. In der Mitte ist was. Meinem Gehör nach zu urteilen, würde ich sagen, hier irgendwo. Holy moly, okay. Wollt ihr mich veräppeln? So, da ist er. Da war noch einer. Schmetterling, das war's nicht. Ich habe aber noch einen gesehen hier. Come on, ich habe doch gerade hier noch einen gesehen. Ja, genau. Da hat der Typ da. Ja, knapp daneben. Auch knapp daneben. Ich darf nicht so weit vorhalten.
Auf der Yacht nach Dr. Hossa, was geht ab? Warte mal ganz kurz. Den haben wir. Oh, den haben wir nicht. Könnte mir gerade hier alles nicht so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den getroffen habe, den Dude. Ach, wartet mal kurz. Seht ihr die Umpa-Lumpas? Ich bin im Squad-Server gelandet. Interessant. Okay. Hilft nichts. Da drüben ist der andere Spacken noch. Den nehmen wir auch jetzt komm. Den nehmen wir auch noch hier. Ich muss niesen. Man soll ja immer in die Armbeuge niesen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Egal. Okay. Da liegen sie, die Dudes. Schicke Schuhe an da. Okay, aber nichts für mich, ne? Natürlich Weihnachtsmannmütze. Komm, die setz mal auf. Die setz mal auf. Santa Claus is coming to town. Ich bin hier im Squad-Server gelandet oder was? Tja, dann wird's wohl nichts mit meinen Top 10, ne? Es steht oben 72 alive. Seht ihr das? Hatten die alle. Hä? Bin ich. Moment. Mich veräppeln? Warum steht da 72 alive? Und die waren gerade. Das war doch ein Team, was ich da gerade gekillt habe. Was geht im Server ab? Was geht bitte schon im Server ab? Bin ich jetzt im Squad-Server oder nicht? Normalerweise zeigt es doch nur die Anzahl der Teams an. Und nicht die Anzahl der Einzelspieler. I'm lost. Und haben sie das jetzt geändert? Das war doch gerade ein Team. Okay, I'm lost. Ich verstehe es nicht. Ich war mir 100% sicher, dass wir früher das immer so hatten, dass wenn man in einem Squad-Server war, dass man dann nicht die noch lebenden Einzelspieler angezeigt bekommen hat, sondern die Teams. Ach, Bullshit. Nee, das ist nur in der Zusammenfassung. Alles klar. Nee, passt. Alles klar. Nee, es sind die Einzelspieler. Genau, nur in der Zusammenfassung kriegt man die Teams angezeigt. Alles klar, ja. Okay. Kommt man gerade so vor, als würde ich das Spiel jetzt gerade zum ersten Mal spielen, echt. Auch mein Shooting-Skills waren jetzt gerade echt überschaubar gerade. Egal. Bei PUBG gilt... Dabei sein ist alles. Ich bin nicht der Killkarpfen. Ich muss nicht gewinnen. Ich will einfach nur mitspielen. Komm, wir stecken mal die Knarre weg hier. Kommen wir da niemals rechtzeitig hin. 9. Okay, der hat sich selbst gekillt. Der ist gestorben. Ja, okay, nee, ist Squad-Server definitiv, ja. Auto. Ich brauch Auto. Ich brauch Auto, zügig. So, was ist da? Hockt doch nicht kein Team drin in dem Ding. Ist ja blöd. Aber die hätten mich schon längst Korn genommen. Da kommt sie. The Wall of Blue.
dachte, die hätte gerade ein Auto gehabt. Come on. Charlie? Nee. Oh, ein Auto. Auto wäre auch cool gewesen. Hätte ich nicht nein gesagt. Energiegetränk. Ah, da heißt er. Da, Buggy. Noch 63 am Leben. Oh, ich weiß, worauf das hier hinausläuft. Bridge Game. Shit. Shit. Oh boy. Was soll schon schief gehen hier? Bombe. Ich mag's nicht. Wenn ich da durch die rote und blaue Zone fahren muss, das ist immer eine schlechte Bombe, die gefällt mir nicht. Jetzt machen wir kurz hier noch ein bisschen nach dem rechten schauen. Was Feines hier? Das Problem ist, wenn ich allein bin, muss ich halt vierer, habe ich es potenziell mit vierer Teams zu tun. Und allein gegen vierer Teams, das ist nett. Das ist nett so einfach. Und wenn es Bots sind, dann ist es alles kein Stress. Aber wenn es echt Player sind, die machen die einfach weg. Vor allen Dingen, selbst wenn du zwei knockst, können die anderen zwei halt wieder auf. Wieder heilen, insofern. Schwierig. Das Einzige, was du da eigentlich machen kannst, ist ein bisschen secretive vorgehen. Ja, ist ein Stück. Let's go. Oh, nicht so viele Boost-Items. 34 Playzone macht jetzt alles platt. Vermutlich. Playzone macht jetzt vermutlich gleich alles platt. So kannst du echt gut das Auto gleich wieder startklar machen, indem du einfach so hindriftest. Dann steht es nämlich schon in die richtige Richtung. Kannst du gleich reinhüpfen und losfahren. Handbremse ist dafür echt geschickt. Ja, für den einen Painkiller hat sich das jetzt nicht garantieren. Ja. Auf dem Berg hoch? Nee, ich fahr auf die andere Seite. Wenn ich hier auf dem Berg hoch fahre, bin ich mir sicher, dass ich Gegner finde. Ouch. Ah, Mist. Da gibt es einen Grund, wieso ich noch keine Gegner gesehen habe. On the road again. Kein Team gesehen?
sind denn die ganzen Dudes, die es gefahren haben? Also irgendwie. Ja, das bringt mir nichts. Gibt's Crates? Wann kommen eigentlich unsere Drohnen wieder? Die fand ich eigentlich ultra praktisch. Gerade in so einer Situation sind die echt nützlich. Drohne, wann sollte noch auch wieder kommen? Tactical Pack, ich erinnere mich. Ja, dann gesagt. Hätte ich gerne. 15 Alive. Lol. Echt? Ich bin natürlich auch immer vom schlimmsten Fall ausgegangen, nämlich dass es immer vierer Teams überleben, aber es gibt ja durchaus, dass die Teams auch so stark reduziert werden, dass zum Beispiel nur zwei in einem Team sind oder etc. Dann wäre das natürlich wieder Osoch, wenn man so schön sagt. Mit zwei könnte man es gegebenenfalls aufnehmen. Allerdings natürlich nur, wenn man sie sieht, was jetzt aktuell nicht der Fall ist. Noch 14 am Leben. Einer ist ertrunken. Super. Natürlich auch wieder so ein fieses Rumgerattel, was ich hier gerade mache. So, die Zeit des Weihnachtsmannhuts ist vorbei. So. Ja, wenn ich mir das geben soll. Ne, ich muss sneaky sein. Ich muss sneaky sein, ich kann jetzt nicht das Auto von hinten. Ich muss sneaky sein. Acht. Go, 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 go. Boah. Push, 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 push. Eigentlich bin ich jetzt gar nicht so schlechter Dinge, da mich jetzt noch gerade niemand beschießt. Guck mal, schaffen wir es bis zu dem Stein darüber. Hoffnung ist da. Rechts wird geschossen. Zwei Energy Drinks muss echt ein wenig haushalten. Oh oh. Der Desert 4. Okay, give me a second. Team 4 gibt's noch. Team 4 gibt's noch? Shit. Okay, alles klar. Ich bin jetzt allein.
Ich allein gegen die Profis. Ich allein gegen die Profis. Oh Gott. Mit hundertprozentiger Sicherheit sind die noch zu fett. Schalldämpferschuss gehört. Nice. Alex Wong. Knockt, hat einen genockt. Hä? 4. Schießt er immer noch weg. Ich hab mich gesehen, jetzt habe ich ein Problem. Hä, wie hat der mich... Was? Bitte! Okay, jetzt sind noch die anderen zwei Kasper da. Das wird hässlich. Ja, ich sehe sie. Ja, der trifft auch. Ja, wie geht denn das bitte schön jetzt ganz im Ernst? Ah, ich habe halt einen Scheiß-Scope für die Entfernung. So, da ist der Rotlicht, die Rotlichtbanane. Meine Vermutung ist, die wird jetzt gleich die ins Gras beißen. Genau. Noch einer übrig.
Die wissen sowieso, wo ich bin, also kann ich auch die Granaten, die Smokes raushauen. Fällt mir überhaupt nicht, was hier abgeht. Der hat bestimmt einen Gilly. Turtle hat sich eingeloggt. Hat er einen Gilly oder hat er keinen? Hat er einen Gilly oder hat er keinen? Ich sehe ihn. So, meine Damen und Herren, alleine solo im Squad-Server gewonnen. Das war gut. Aber geht natürlich auch nur, wenn man wirklich sehr geduldig spielt, jetzt wie ich gerade. Ich habe nicht gut gespielt, aber geduldig und diszipliniert. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Haut's mal auf den Like und auf den Abonnier-Button und bis dahin. Ciao, ciao. Passt auf euch auf.